Guten Tag, Frau Neubert. Mein Name ist Mohammad Mokhtar Rostami und ich mache ein Praktikum beim SAEK Görlitz. Vielen Dank, dass Sie zum Interview gekommen sind. Bitte stellen Sie sich selbst kurz vor. Mein Name ist Ulrike Neubert. Ich arbeite hier an den Euroschulen seit 10, 11 Jahren im Bereich Management, Integration und Sprache. Ich habe hier angefangen als Lehrerin für Englisch und Russisch und habe später dann im Bereich Deutsch unterrichtet, also mit Migranten Unterricht gemacht, die die deutsche Sprache gelernt haben. Und seit circa 4, 5 Jahren habe ich den Deutschbereich übernommen. Das heißt, ich organisiere die Deutschkurse, organisiere alles drumherum, was mit Deutsch zu tun hat. Meine erste Frage ist, welche Angebote haben Sie für Flüchtlinge? Die Euroschulen Görlitz und Zittau feiern in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen. Und seit diesem Tag, vor 25 Jahren, bieten wir Sprachkurse für Migranten an. In Görlitz und in Zittau. Vor allem in Deutsch, aber auch in anderen Sprachen. Also Englisch, Französisch, Russisch und so weiter. Wenn Sie bei uns einen Deutschkurs machen möchten, dann kommen Sie zu einer persönlichen Beratung. Sie vereinbaren einen Termin bei uns, telefonisch oder persönlich, im Schulbüro oder bei uns in der 3. Etage. Und dann vereinbaren wir mit Ihnen gemeinsam, welcher Kurs für Sie passt. Das ist abhängig von Ihrem Aufenthaltsstatus, von Ihrem Herkunftsland, woher Sie kommen, und natürlich von den Vorkenntnissen, die Sie mitbringen. In unserem Team gibt es 8 verschiedene Nationen. Das heißt, wir können die Beratungsgespräche, die kostenlos sind, auch in verschiedenen Sprachen anbieten. Unsere Kollegen sprechen zum Beispiel Arabisch, Englisch, Französisch, Ungarisch. Unser Team besteht aus 20 Deutschlehrerinnen und Deutschlehrern, 2 Sozialpädagogen, Sozialpädagoginnen, aus 5 Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung und aus 3 Arbeitsmarktmentoren. Zusätzlich zu diesen Deutschkursen können Sie sich bei uns Ihre Sprachkenntnisse zertifizieren lassen. Das heißt, Sie können Sprachzertifikate erwerben über die TEL GmbH. Wir sind ein anerkanntes Prüfungsinstitut in vielen europäischen Sprachen, die wir anbieten können. Wir haben auch ein eigenes Übersetzungsbüro. Das heißt, wenn Sie Dokumente aus Ihrer Sprache in die deutsche Sprache, aber auch umgekehrt, übersetzen lassen möchten, dann können Sie das auch bei uns machen. Zusätzlich dolmetschen wir auch bei Behörden oder mit Behörden. Wir haben hier Rechner, so muss man sich das vorstellen, PCs, und über eine Internetplattform haben wir Zugang zu verschiedenen Dolmetschern mit verschiedenen Sprachen. Und wenn wir miteinander Probleme haben zu kommunizieren, können wir in das Internet gehen und dann doch mit Hilfe des Dolmetschers ein gutes Gespräch führen. Seit dem 01.01.2017, also seit diesem Jahr, engagieren sich zusätzlich 3 Arbeitsmarktmentorinnen für Geflüchtete, damit sie sich in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt integrieren. Wir haben dieses Projekt für den gesamten Landkreis Görlitz gewonnen und unsere Aufgabe wird es sein, in den nächsten 3 Jahren mindestens 70 Geflüchtete in den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt zu vermitteln. Natürlich arbeiten wir nicht nur mit Migranten und für Migranten, aber sie finden auch Migranten in unseren Ausbildungen. Das heißt, wir bilden Krankenpflegehelfer, Sozialassistenten, Erzieher und Altenpfleger aus. Und in diesen Klassen finden sie auch Migranten. Und das wird auch in Zukunft für uns ein großes Thema sein. Wann finden die Angebote statt?
Das ist sehr unterschiedlich. Also neben diesen Sprachkursen bieten wir natürlich andere Dienstleistungen an. Sie können bei uns auch Sprachprüfungen machen. Das heißt, wenn Sie einen Beruf haben und Sie möchten zum Beispiel als Arzt in Deutschland arbeiten, müssen Sie das Sprachniveau B2 nachweisen. Sie brauchen ein Zertifikat. Und dieses Zertifikat können Sie bei uns hier auch erwerben. Die Kurse finden meistens vormittags ab 8 Uhr statt, aber auch am Nachmittag haben wir Deutschkurse. Es gibt aber auch Kurse für Privatzahler, die 7 Uhr beginnen, oder wir haben auch Kurse bis 21 Uhr am Abend. Das ist sehr unterschiedlich. Wie viele Schüler nutzen die Angebote? Wir haben zurzeit circa 300 Migranten in diesen Deutschkursen. Diese Zahl 300 ändert sich täglich. Wir beginnen fast wöchentlich, jede Woche, einen neuen Deutschkurs. Aber es enden natürlich auch Deutschkurse und deshalb schwankt diese Zahl. Aber zurzeit kann man sagen circa 300. Wie viele Klassen und Kurs gibt es? Zurzeit laufen 11 Integrationskurse. Das heißt, Sie lernen von null, keine deutschen Sprachkenntnisse, zum Niveau B1, die deutsche Sprache. Wir haben in diesen Integrationskursen auch einen Jugendkurs. Das heißt, nur Jugendliche nehmen an diesem Kurs teil. Wir haben zusätzlich Kurse für Migranten, die nicht schreiben und lesen können und erst hier die deutsche Sprache lesen und schreiben lernen. Und wir haben auch einen Abendkurs. Zusätzlich zu diesen Integrationskursen haben wir 6 berufsbezogene Deutschkurse. Die Teilnehmer machen neben dem Deutschunterricht auch EDV-Unterricht. Sie lernen etwas zum Recht in Deutschland und machen ein Praktikum, so wie Sie. Und am Ende dieses Kurses haben Sie eine Sprachprüfung von Niveau A2 bis B2 plus Beruf, sagen wir. Das heißt, das ist eine kleine berufliche Prüfung beziehungsweise berufliche Themen sind in dieser Prüfung enthalten. Wir haben einen berufsbezogenen Deutschkurs, der innerhalb von 3 Monaten vom Niveau B1 auf das Niveau B2 führt. Und wir haben 2 Kurse Deutsch sofort, so heißen diese Kurse. Diese Kurse werden finanziert über das Landesprogramm Sachsen. Und dadurch haben Migranten mit einer Aufenthaltsgestattung die Möglichkeit, zum Beispiel aus Afghanistan, auch die deutsche Sprache zu lernen. Innerhalb von 6 Monaten können Sie auch von null auf das Niveau B1 kommen. Wie lang dauert ein Deutschkurs bei Ihnen? Das ist auch sehr unterschiedlich. Das ist abhängig von der Kursart. Wir haben ja hier an der Schule Integrationskurse. Wir haben berufsbezogene Deutschkurse. Wir haben Deutschkurse für Asylbewerber, die eine Gestattung haben. Es gibt Kurse, die dauern nur 1 bis 2 Monate. Aber es gibt auch Kurse, in denen die Teilnehmer 10 Monate die deutsche Sprache lernen. Wie gestaltet sich der Unterricht? Also unsere Lehrer, als erstes möchte ich das kurz sagen, sie sind ausgebildete Pädagogen natürlich und sie müssen spezielle Zulassungen haben durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Nur wer diese Zulassung hat, darf in den Deutschkursen unterrichten. Das spricht natürlich für Qualität. Zusätzlich zu diesen Qualifikationen, die unsere Lehrer anbieten, versuchen unsere Lehrer natürlich mit verschiedenen vielfältigen Methoden, zum Beispiel Spielen, mit dem Einsatz moderner Medien, also Computer, Overhead-Projektor und so weiter und verschiedenen Unterrichtsformen, also mit Partner arbeiten, in einer Gruppe arbeiten, aber auch Exkursionen, versuchen Lehrer den Unterricht aktiv und auch ideenreich zu gestalten.
Und ich denke, dass dadurch die Teilnehmer auch Freude haben, die deutsche Sprache zu lernen. Wie bekommt man ein Zertifikat? Also in den Sprachprüfungen werden die Teilnehmer in verschiedenen Bereichen geprüft. Das ist Lesen, das Leseverstehen. Sie müssen Texte lesen und verstehen, Fragen dazu beantworten. Sie müssen hören können, die deutsche Sprache hören und auch verstehen können. Sie müssen schreiben können, Briefe zum Beispiel, und natürlich auch sprechen. Diese vier Bereiche werden geprüft in einer Sprachprüfung. Die Auswertung dieser Prüfungen erfolgt nicht bei uns, sondern extern durch die TELG GmbH. Und um gut auf diese Prüfungen vorbereitet zu werden, machen sie in diesen Kursen auch immer Probeprüfungen, dass sie wissen, worum geht es in der Prüfung, dass sie gut vorbereitet sind. Meine letzte Frage ist, welche Zertifikate kann man bei Ihnen bekommen? Wir bieten Sprachprüfungen auf verschiedenen Niveaustufen an. Von A1 bis C2 können Sie ein Zertifikat erwerben, aber nicht nur in verschiedenen Niveaustufen, auch natürlich in verschiedenen Sprachen. Wenn Sie ein Englisch-Zertifikat brauchen für die englische Sprache, können wir Ihnen auch helfen. Und auch in beruflichen Prüfungen. Also es gibt spezielle Sprachprüfungen für technische Berufe oder auch für medizinische Berufe. Und diese Prüfung können Sie auch hier bei uns ablegen. Vielen Dank, Frau Neubert, für das Interview. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.